Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Trials. Und wir spielen heute wieder eine Runde. Herr Bergmann-0. Okay. Und ja, wir warten jetzt einfach mal die 30 Sekunden ab, bis es losgeht. Oder nee, ich würde sagen, Leute, ich cutte das Ganze einfach mal. Wir sehen uns gleich. Und es geht los. Nice. So, und zwar, was ich in der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen. Es gibt natürlich nicht nur das ganz normale Gutscheinsystem, sondern es gibt auch ein Blutrausch- und Blutdurstsystem. Das Ganze funktioniert so. Hast du lange keinen Feindkontakt und lange keine Feindberührungen, so wirst du in den Blutdurst fallen und hast dann somit auch quasi keine Chance mehr, gut zu heilen, weil du vergiftet bist und so ein Crap halt. Und wenn du aber viele Spieler tötest, dann wirst du in den Blutrausch fallen und dann quasi mit positiven Effekten belohnt. Das finde ich auf jeden Fall extrem nice. Und jetzt zu dem Thema Tiere. Tiere bringen sich nämlich auch was. Und zwar Tiere sind nicht einfach so unnützige Missiles, sondern das bringt sich auch was, weil wenn man Blutdurst hat und Tiere tötet, dann glaube ich, werden die negativen Effekte in der Zeit irgendwie angehalten oder so. Auf jeden Fall ziemlich lustig. Ich baue mal die Werkbank ab. So, ich töte ihn mal. So, nice one. Dann hole ich mir das Schweinchen hier und dann gucke ich noch ganz schnell. Der hatte nämlich jetzt 5 Dinger. Dann kann ich mir hier ganz schnell was craften und der hatte 4 Diamanten in dem Gutschein. Nice one. Und wie ihr seht, bin ich jetzt im Blutrausch. Das heißt, ich habe jetzt Speed. Ich würde sagen, ich nehme das hier noch mit für Essen, die Tiere. Und dann geht es einfach weiter schon zum nächsten Gegner. Das heißt, in dem Spiel ist eigentlich meiner Meinung nach die beste Taktik Rushen. Sofort irgendwie versuchen, Kills abzufarmen und viele Leute zu töten, weil es ist im Prinzip die schlauste Methode, immer Speed aufrechtzuhalten und diese positiven Effekte, anstatt lieber sich viel zu gut auszurüsten, aber dann ein halbes Herz zu haben wegen dem Vergiftungseffekt. Deswegen ist es meiner Meinung nach am gescheitesten einfach am Anfang gleich versuchen, die Leute so schnell wie es geht wegzuschnetzeln. Und dann hat man eigentlich auch schon ganz gute Chancen. Wie ihr seht, bin ich jetzt gerade im Blutdurst. Ich töte jetzt gerade mal hier das Ding. Wie ihr seht, jetzt ist das wieder auf die normale Leiste gesprungen. Das heißt, der Blutrausch würde sich dadurch nicht auffüllen, aber es springt auf die normale Leiste zurück. Das heißt, auf dieses Standardding halt. So, den haben wir auch getötet. Und 15 Meter entfernt ist schon wieder der nächste Gegner. Wir haben jetzt Speed, das ist, finde ich, gut. So, das ist wieder der X1-Chiller. Den haben wir auch. Nice, und wir hatten Regeneration. Das bedeutet, wir hatten einen kleinen Vorteil gegenüber ihm jetzt. So, der hat einen Helm, den hätte ich ganz gerne. Ja, den finde ich nice. Der ist nämlich von H&M. Okay, da drüben ist auch wieder so ein Typi. Und so, den haben wir auch wieder. Krass, Alter, wie wir gerade alle Leute abfahren, die hier ankommen. Das ist halt dieser Vorteil an Blutrausch, weil du hast halt einfach schon Speed. Und wenn dann der Nächste kommt und meint, er muss dich abfarmen, dann besiegst du den halt leichter als sonst. So, eine Kettenhose. Nicht schlecht. So, nochmal 9 Dias. Zack. Ein Amboss. Ich mach mal noch ein paar kleine. Nochmal Dias. So, Spinnennetze. Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir schon so weit sind, dann kann ich mir eigentlich eine Dia-Brust machen, weil ich es eigentlich besser finde. Weil eine gute Hose haben wir ja eigentlich und ja, so. Dann haben wir hier eine Feder. Ich glaube, die bringt Speed, oder? Nee, die Feder bringt sich hier einfach nichts. Okay, gut. Dann gehen wir. Upsale, das wollte ich jetzt nicht. Dann gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Gegner. Einen Bogen haben wir auch und Lava-Eimer haben wir auch hier. Nice, würde ich sagen. Läuft ja mal ganz geschmeidig. Das heißt, wir gehen jetzt einfach weiter zum nächsten Gegner, denn wir sind mittlerweile schon wieder im Blutdurst. Dann würde ich sagen, dann töte ich jetzt noch ganz schnell ein Tier, weil ich möchte echt nicht in den negativen Bereich kommen. Oh, da oben sehe ich auch schon ein Schwein. Ja, das ist perfekt. Also wie ihr seht, immer Tier töten und am Anfang nicht gleich alle abschlachten, weil ihr kommt auf jeden Fall in den Blutdurst in einem Spiel.
das müsst ihr halt dann einfach wieder ausgleichen. Das heißt, so schnell wie man in den Blutrausch kommen kann, kann man aber auch in den Blutdurst fallen. Und das ist halt dann echt manchmal ein bisschen unvorteilhaft und doof. Und deswegen empfehle ich euch das einfach so. Da vorne ist auch ein Typ und der hat einfach keinerlei Equipment. Da würde ich sagen, läuft bei dem. So, jetzt haben wir wieder Speed. Jetzt können wir wieder auf zum nächsten Gegner gehen. Der hat einen Goldapfel. Das heißt, wir essen jetzt schnell den Goldapfel. Rennen mit Speed zum nächsten bzw. zum letzten Gegner, der irgendwo da unten sein müsste. So, 43 Meter ist er noch von mir entfernt. Ja, hier müsste der Typ irgendwo sein. Hallo? Hallo? Wo wohnst du denn? Ach, der ist da oben. Okay. Der ist da oben, der Schlingel. Okay, dann müssen wir jetzt da wohl hochklettern. Auch wenn das ziemlich doof ist, weil ich mag Klettern nicht so. Weil da kann man runterfallen und das ist doof. So. Weil der wartet hier schon, der Typ. So, nice, den sollten wir haben. Nice, GG. Gut, das haben wir jetzt ja eigentlich ganz gut geregelt. Also wie ihr seht, wenn man in diesem Blutrausch ist, dann ist es eigentlich wirklich richtig einfach, Leute zu töten, weil man eben Speed hat, weil man Regeneration hat. Und Eisen ist es ja so, wenn du einen Gegner tötest, dann denken die Leute, oh, ich komme ins Abstauben. Aber du bekommst ja Regeneration, das heißt, du raggst wieder in der Zeit und kannst dann aber auch schon locker wieder den nächsten Gegner töten. Das ist für mich eigentlich eine ganz gute Taktik. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumelein nach oben da, wenn ihr Lust habt. Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben. Das würde mich auch sehr, sehr freuen, weil, ja, damit ich schön was zum Lesen habe. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann später oder morgen wieder bei einem neuen Video. Macht's gut, haut rein und ciao.